das Leuchtfeuer, den Podcast von Walter Spatz und Timo Beil. Folge 139, Licht. Mein Name ist Timo Beil. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Hier meldet sich das Leuchtfeuer mit der Folge 39. Licht. Wie immer mit Walter Spatz und Timo Beil. Hallo Walter. Hallo Timo. Wenn Sie jetzt merken, jetzt kommen die mit Licht an, erkennen Sie vielleicht ein Muster. Wir sind natürlich als alte weiße Männer todesversessen und restlos auf die dunkle Jahreszeit und die Sonnenwende des 21. Dezember fixiert. Und wenn das hier erscheint, ist es ja hoffentlich bald endlich wieder so weit. Und die Naiven können in der Finsternis des Lichtes harren. Ich wollte noch mal zum Besten geben, Timo, dass wir tatsächlich am 21. wichtige Themen machen. Gemeinhin. Und zwar die Wiedergeburt und letztes Jahr das Ende. Und dass das natürlich was mit dem 21. zu tun hat. Wie wir als gute jüdisch-christliche Menschen ja wissen. Walter verweist hier natürlich auf Folgen vom Leuchtfeuer. Ja, das war die Folge 30, das Ende. Die Wiedergeburt war die Folge Nummer 26. Wir empfehlen das, nochmal gegenzuhören. Um das Ganze abzurunden, ein bisschen mehr gemütliche Mythologie bei der Wiedergeburt. Die ist wesentlich versöhnlicher als unsere heutige Stimmung, fürchte ich. Ja. Also das Licht hat ja was zu tun mit der Wiedergeburt, nicht? Das Licht stirbt und wird wiedergeboren. Die Zeit der Finsternis haben wir gerade durchschritten. Ja, es gibt einfach keine Ruhe. Nein, Licht. Gibt keine Ruhe. Es geht immer wieder von Neuem los. Es kann auch tröstlich sein oder nervig. Also Amor Fati, sagte Nietzsche mal. Also wenn er gefragt würde sinngemäß, ob er das alles nochmal wolle, würde er sagen, ja, Amor Fati, er liebt das Schicksal, nicht? Du hast was? Ja, also ich habe mich mit dem Licht beschäftigt. Du ja auch, das ist ja unser Thema. Und ja, bin in die griechische Antike gegangen, und zwar zur Vorsokratik, also vor Sokrates, das ist bedeutsam für die Auseinanderfaltung dessen, was Licht oder der Bedeutung des Lichtes in unserer Kultur. Und Sokrates, das ist die zweite Stufe, mit der ich mich befasse. Und dann springe ich kurz zu Goethe und dann in die Gegenwart und will eigentlich auf Licht raus und das, was damit zusammenhängt, wie eine Kultur sich formt über 1500, 1800 Jahre, in dem das Licht sehr hoch geschätzt wird und die körperliche Entsprechung des Lichtes, nämlich das Auge, dann sehr stark in die Dominanz gerät kulturell. Und will erst zeigen, dass es mal anders war, eine Vorsokratik, also vor Sokrates, und dass es dann wieder anders wird mit Goethe und bis in unsere Gegenwart. Heute ist es ganz anders, das Licht und alles, was damit zusammenhängt, wird ja heute sehr gering geschätzt. Und das hat mich beim Durchdringen der Texte dann doch interessiert, weil das ist mal wieder typisch für uns beiden. Die Rechten, wie wir ja, und dennoch sind wir nicht sozusagen 100%ig auf der Seite des Lichtes. Also auch nicht auf der Seite des Maßes, nicht auf der Ordnung, nicht der Harmonie, nicht der Proportion, nicht der Ruhe, nicht von Law and Order, wie so viele andere von uns, sondern sind vielmehr auch heute unterwegs, denn heute herrschen ja die Finsteren, die das Licht sozusagen bestreiten, abstreiten. Dennoch sagen wir sind rechts. Jetzt sag mir mal, wie soll das denn gehen? Was für Rechte sollen wir denn sein? Ältere, viel Ältere. Und mein, wenn du da mit den Sokratikern und den Vorsokratikern einen Unterschied gemacht hast, habe ich eine Assoziation, die ich da jetzt unverantwortlicherweise zum Besten gebe. Nämlich, wenn du den Bogen spannst von vor Sokrates bis zu Goethe, dann war für mich das nach den Sokratikern, also auch natürlich nach der Akademie mit Aristoteles in Athen bis hin zu Goethe, das war alles Aufklärung. Das war exoterisch, da war nichts geheim, da wurde alles ans Licht gebracht. In der ganz alten Zeit galt es der Einweihung mit Licht und Schatten, mit beiden. Du gehst durch die Dunkelheit, um dann irgendeine Erfahrung zu sammeln, und nach Goethe auch wieder.
Und dazwischen waren diese schnöden Aufklärer, diese Modernisten. Ich habe bei der Recherche, ist mir das mal aufgefallen, die Aufklärung wird in England Age of Enlightenment genannt. Ja. Also übersetzt das mal direkt. Enlightenment ist die Erleuchtung. Aber doch nicht Aufklärung. Ich schätze die Engländer. Es gibt ein schönes Lebenshilfebuch von einem Autor, der heißt Ron Smotherman. Und das heißt Winning by Enlightenment. Und er ist ja freundlich. Engländer besonders und alle Englischsprachigen, nach meiner Ansicht, machen überhaupt nicht den Mund auf, fangen überhaupt nicht an zu sprechen, geschweige denn zu schreiben, wenn sie nicht einen Witz oder irgendeine Doppelbödigkeit einbauen können. Das ist etwas, das ist uns Deutschen ferne. Wir sind viel zu ehrlich für sowas. Ja, aber die machen laufend Witze. Und der Witz beim Enlightenment ist, dass es hier die Doppelbedeutung hat. Einmal Erleuchtung und einmal Erleichterung. Das kann man denn im Deutschen ein schönes Wortspiel daraus machen, wenn das nun Lebenshilfe sein soll. Dann sagt man, wenn Sie sich erleichtern wollen, dann hören Sie doch auf, sich zu beschweren. Und dann hast du ein Wortspiel im Deutschen, aber sowas machen wir nicht. Oh, aber sehr schön, interessant, ja, ja. Also die Erleichterung würde ich jetzt aber deuten als Verdummung, Verblödung, weil man etwas abschneidet. Ist das nicht die typische, schwermütige, deutsche, selbstmitleidige ja. Art? Ja, wir sind doch urdeutsch, will ich doch hoffen. Ja, sag ich ja. Und übrigens klingelte da etwas, weil du gesagt hast, wir sind ja viel ältere Rechte. Damit meinen wir nicht unser Lebensalter, wir sind ja beide erst 30, sondern wir meinen den Unterschied zwischen Anarchist und Anarch. Also wir wurzeln in den ältesten Wurzeln, wie ein Anarch. Naja, genauso wie traditionell und traditional, klar. Genau, also wir sind ja Anarchen und ja. Alten Rechten können Licht und Schatten noch zusammenbringen. Die neuen dummen Rechten, die wollen immer Law and Order. Wir sind also alte Rechte. Uralte Rechte. Ja, aber nicht so die alte Rechte NPD, sondern die richtig alte Rechte. Ja, mehr so Lovecraft-mäßig. Hm? Ja. Lovecraft, das ist doch ein Autor. Ja, und der spricht ja auch immer von den großen Alten. Das sind dann kosmische, ganz, ganz böse Monster, die aus der Zeit gefallen sind und so. Ich bin in der Vorsokratik. Habe ich hier was ausgegraben? Macht das Sinn, oder? Ich finde die Vorsokratik sehr gut, weil wir wollten über Licht reden und haben schon alles restlos verdunkelt. Und das Nächste, was ich bringen würde, wäre Novalis, die Hymnen an die Nacht. Aber eben oh, das ist sehr schön. Novalis ist Zeitgenosse Goethes. Ja. Da komme ich ja auch hin. Das ist sehr spannend, jawohl. Also tatsächlich, was ist die Vorsokratik, die Philosophie der Griechen vor Sokrates? Mhm. Sokrates ist der Typ, den wir über Platon kennen. Viele glauben, Sokrates und Platon seien identisch. Das ist aber nicht so. Sokrates hat viel geredet, auf Marktplätzen vornehmlich, und hatte eine Frau, die Xantippe hieß. Hat ihn genervt, weil er nämlich ein Asozialer war, den ganzen Tag nur rumgestanden und gelabert hat und nicht gearbeitet und kein Geld verdient. Also das war auch schon mal ein alter Rechter, denn die neuen Rechten, die gehen natürlich brav arbeiten. Der war gut, ja. Und gut, naja, auf jeden Fall hat er den ganzen Tag disputiert da auf dem Marktplatz und die Leute irre gemacht. Er war aber auch ein Verderber der Jugend. Ist er dann nicht traditionell links? Ja, schon wieder. Diese die Linke, wie sich das für sich in Anspruch ja, nehmen. Ja, dabei ist es Altrechts. Ja, genau. Ältestrechts. Jugendverderben ist Ältestrechts. Ältestrechts. Warum? Weil wir uns gegen Ordnung, triviale Ordnung stellen. Das wäre alles viel zu einfach. Heraklit. Dann gibt es den Anaximander, dann gibt es Thales, Parmenides. Die waren ja auch gleichzeitig noch Physiker, sowas wie Hard Science schwang da mit. Das war eine ganz andere Art von Wissenschaft, ja. Faszinierend übrigens, dass der direkte Blick in die Welt war und daraus die Theorie entwickelt und nicht irgendwas Kopf und dann so hingebogen, wie man es braucht, so wie es heutzutage ist. Aber von den Jungs gibt es Fragmente. Es gibt eine sehr Tusculum, eine sehr schöne Ausgabe von den Fragmenten. Also Tusculum heißt die Reihe, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verlag es ist. Sie sind ein bisschen teuer, die Bücher, aber wenn ich mich mit griechischer Antike befasse, dann nur mit Tusculum-Büchern. Und da gibt es eben auch Vorsokratik ohne Ende. Und du siehst dann, weil es eben wirklich authentisch übersetzt wurde, es gibt nur Fragmente, es sind manchmal nur drei Wörter oder vier. Und daraus wird natürlich im Laufe der Jahrhunderte viel gemacht und das wird auch literarisch dann bearbeitet. Also wenn du zurück willst zu den Wurzeln, dann nimm dir wirklich den Urtext und dann siehst du, es sind Fragmente. Heidegger hat sich viel mit so etwas beschäftigt und unter anderem in einem Band, den er den Anfang der abendländischen Philosophie nennt. Ich werde jetzt also nicht heideggerisieren hier, sondern ich werde Heidegger sprechen lassen, wie er seinen Studenten seinerzeit in 30er Jahren in Freiburg diese Vorsokratiker nahegebracht hat. Bitte. Es geht dann also um das Irre-Sein und den Schein, um Licht und Dunkel. Wir kommen gleich dazu, wieso das als Irre gedeutet wird. Das wird bei Platon ganz klar. Aber springen wir erstmal zurück.
Und ein Zitat, damit komme ich rein. Der Tag beginnt, das hat er aus dem Parmenides-Lehrgedicht. Hebt an nach alter griechischer Lehre mit der Nacht. Aus der Nacht in die Nacht geht der Tag. Er ist Licht im Übergang, nicht die harte Klarheit des stehenden, wesenden Seins. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Tag ist lediglich, er kommt aus der Nacht. Die Nacht ist das Wesentliche, nicht der Tag. Das ist noch Denken der Vorsokratik. Also die Finsternis, die Dunkelheit. Und das, was Platon dann daraus macht, ist das zu negieren. Oder zu sagen, das ist dann die Verwirrung, die Irre, die Blödheit, weil man die Dinge nicht erkennt im Dunkel, weil alles gleich aussieht. Da kommen wir gleich zu, das macht Platon dann raus. Legt das Sokrates in den Mund oder referiert Sokrates? Eins von beiden. Aber ich glaube schon, dass Platon seinen Meister gut referiert. Dass Sokrates das auch wirklich so gesagt hat, das glaube ich dann doch. Also was ich hier bedeutsam finde, ist, dass der Tag eben als sozusagen aus der Nacht sich erhebend gezeigt wird. Die Nacht ist das Entscheidende, nicht der Tag. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass der Tag die Irregularität ist und dass der Normalmodus die Nacht ist. Ich meine, dass auch die jüdische Zeitrechnung mit dem Einbruch der Nacht anfängt. Der Schabbat, also Nacht ist da. Beginnt ja mit dem Sonnenuntergang und nicht Mitternacht. Das ist natürlich, Mitternacht ist die astronomische Erkenntnis, wie die Himmelskörper sich bewegen. Die Dunkelheit ist mehr, der Einbruch der Dunkelheit ist physisch spürbarer. Kein Mensch spürt wirklich Mitternacht. Wenn man darüber nachdenkt, welche Bedeutung Licht und Dunkelheit haben auf unsere Wahrnehmung, weiter, das muss man bitte jetzt mitdenken, es geht um Anblick, um Erkennen, um Erscheinen. Die Dinge erscheinen mit der Helle, also mit dem Licht, sie erscheinen immer klarer. Je mehr Licht da ist oder wenn genügend Licht da ist und sie werden immer unklarer, je dunkler es wird. Das kann jeder nachvollziehen. Das alte deutsche Wort, Nacht sind alle Katzen grau. Das steckt dahinter. Erscheinen, ist hier weiter Parmenides, ist hier als Auftreten und dieses Auftreten als sich aussetzen und durchherrschen. Erscheinung als das vorherrschend zum Vorschein kommende Erscheinen und auch Schein nie in dem verblassten und verblichenen Sinne eines undeutlich düsteren Dunstes. So, da ist das drin, dass diese Negation des Undeutlichen ist schon mal aufgehoben oder auf jeden Fall relativiert. Das wird Platon alles ändern. Bei Platon ist das das Blöde, sagt sogar blöd, wenn es richtig übersetzt ist, eine Schleiermacher-Übersetzung. Die Dinge bestehen aus Licht und Dunkel. Das Und muss man wirklich jetzt mal betonen. Also und, die Dinge bestehen aus Licht und Dunkel. Wo Dunkel und Verfinsterung, da Beeinträchtigung des Hellen, Trübung. Das Trübe aber ist das in gewissem Sinne dichtere, lastendere, schwere, der Stoff. Alle Materie ist je nach ihrer Weise geronnenes, verfinstertes Licht. Und deshalb ungelichtet und undurchsichtig, aber im Glanz des Metalls, Folge Heavy Metal, noch der in sich gefestigte Abglanz reiner Helle und Lichtung. Und wieder ist Wesentliches gesagt über die beiden Grundansichten Licht und Dunkel. Beide sind einander gleich. Licht und Dunkel sind gleich, steht hier. Keines vor dem anderen einen Vorzug, denn sie sind beide nicht gänzlich nichts. Sie sind aber auch nicht Sein, sondern eben das Zwischen, was von beiden hat, was so aussieht wie Sein und eben als so Aussehendes es nicht ist, mithin scheint. Also die Vorsokratik, so wie Heidegger sie ausdeutet, kann die Polarität, wie wir im germanischen Denken sagen oder im indoarischen Denken sagen, noch formulieren. Polare Verhältnis der Dinge. Ja klar, sonst bist du ja geblendet. Wenn das Licht überhand nimmt, bist du geblendet und damit auch wieder blind. Wie in Platons Höhlengleichnis. Ja. Der Mann, der raussteigt, ist geblendet. Der kann das nicht ertragen. Übrigens, Folge 10, Unterschied, da haben wir das mal ein bisschen allgemeiner gefasst, wer das nochmal haben möchte. Ja, und das Höhlengleichnis hatten wir auch in der Matrix-Folge. Wie hieß die denn noch? Das war mal die 5. Ja, und dann kommt natürlich, wenn man mit Stoff und Materien, wenn man jetzt auf einmal sagt, dass alle Materie auch lichtend ist, bloß ruhend, also
dass das nicht getrennt werden kann, Dunkelheit und Helle, und damit auch keine Bewertung, eine Bewertung keinen Sinn macht, darauf will ich dann mit Goethe, irgendwann wird das auch deutlich hinaus, dass da ein kultureller Bewertungsprozess ja mit verbunden ist. Das Licht ist gut, das Dunkel ist schlecht, und da gibt es ja das Himmel und Apollon und der Sonnengott, da komme ich gleich noch zu, und dann gibt es eben die Hölle, die ist dunkel und dämonisch und fratzenhaft und so weiter. Und da hat man Angst, wenn man in der Dunkelheit ist, hat man Angst, in der Helle nicht, okay, und so weiter. Das sind alles so, da sind wir schon wieder ganz schön links, aber wir sind ja urälteste Rechte und deshalb müssen wir uns nicht links nennen. Das heißt ja auch, dass dann das Licht der Welt, der Christus, ne, der das Licht der Welt ist und dem dann alle nachlaufen, dass das einen Kontrollverlust herbeiführt, weil man nicht mehr um den Schatten weiß. Wenn ich so wie Motte immer aufs Licht hinzufliege, dann gebe ich ja die Entscheidung, den Unterschied auf, mich auch mal für den Schatten zu entscheiden. Das meinte ich eben mit dem Enlightenment, mit deinem Wortspiel, das du referiertest, weil die Erleichterung auch als Flucht in die Dummheit gelten könnte. Gut, also nochmal ein schönes Zitat, weil darauf will ich am Ende nochmal raus. Hier zunächst klar gesagt, das Vernehmen geschieht in der Leiblichkeit. Für die Vorsokratik war der Leib noch voll da, also die Verwobenheit im ganzen Materium, also in der Materie diesseits. Dies ist sich, und jetzt kommt's wieder, total ekelhaft links, aber wie gesagt, urrechts. Dies ist sich Mischendes und Selbstgemischtes. Erscheint in Geburt und Tod und Zeugung und allem Tun irgendwie notwendig sinnlich, wobei nicht etwa nur die Sinneswerkzeuge gemeint sind, sondern die Sinnlichkeit. Wie sie die ganze Gestimmtheit des Menschen, eben das, wie ihm jeweils ist, trägt und durchherrscht. Und das jeweilige Meer an Licht und Dunkel in der Leiblichkeit selbst bestimmt das Vernehmen und den möglichen Umkreis der Vernehmbarkeit. Das finde ich sehr interessant. Also das Mischungsverhältnis in dir korrespondiert mit der Welt, wie sie dir begegnet. Da ist wieder so, naja, eigentlich ist das Shankara-Yoga, was Heidegger uns da sagen will, er merkt es nur nicht. Die Manas, also die Sinnlichkeit als Bedingung der Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung, auf welche die Yogis da immer abheben. Und dass die natürlich dazugehört, aber die ist weder mehr noch weniger als Sinnlichkeit. Das Urteil darüber wird auf einer anderen Ebene gefällt. Ich glaube sowieso, dass Heidegger ein Yogi war, ohne es zu wissen. Mhm. Weil Heidegger ständig in den ältesten Texten gegraben hat. Und auch über die Brüder Grimms, also das Grimmsche Wörterbuch, das stand bei ihm im Tottenauwerk in der Hütte immer im Regal und hat immer an den Worten rumgeschraubt. Das ist ja das Verwirrende für viele, dieses Raunen von Runen. Also er selbst hätte das wahrscheinlich alles von sich gewiesen. Aber wenn man das Sein sprechbar machen will, dann kommt man automatisch ins Indo-Arische, was sich eben am wunderbarsten in Indien gehalten hat bis heute. Und deshalb können wir uns selbst erkennen. Das hat er ja übrigens auch mal selber Ende der 40er, ich weiß gar nicht in welchem Text, dass das Deutsche sich im Durchgang durch die Fremde selbst erkennt. Und die Fremde, damit meint er das Griechische, aber ich ziehe den mal weiter den Bogen. Er sagt, er meint das Indo-Arische, hätte Heidegger nie gesagt, sage ich jetzt. Ja, das hatten wir bei Hilscher. Der macht ja sein ganzes Reich daran auf, dass die Protagonisten des Reichs immer erst in die Fremde müssen, um zu erkennen, was sie an der Heimat haben, simpel ausgedrückt. Ja. Also jetzt will ich hier mal enden, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die Vorsokratik, also vor diesem komischen Laber-Hannes mit seiner nervenden Frau, der dann Gift trinken musste, weil er zu anarchisch war, dass da die griechischen Philosophie anders gedacht hat. Ja. Sokrates beginnt da etwas, was uns 1800 Jahre verfolgt. Sei so gut, Walter. Gib uns die Hohepriester des Lichts, diejenigen, die auch die arme Allgemeinheit, die Nicht-Eingeweihten, die Frauen und die Kinder aufgeklärt haben. Okay, also wir haben ja schon viel über Sokrates geredet und jetzt muss man natürlich mal den Dialog rausholen, den Platon da benennt, wo er dann eben dieses Thema hat. Und das hatten wir auch bei der Matrix-Folge, nämlich das sechste Buch, oder die Politeia, der Staat. Da steht dieses Hüllengleichnis drin, das hatten wir ja schon mal referiert, aber da steht auch das sogenannte Sonnengleichnis drin im sechsten Buch der Politeia. Und da habe ich mir eine kurze Stelle markiert,
die jetzt nochmal den Gegensatz klar macht zu dem, was wir eben gehört haben mit den Vorsokratikern, die all Licht und Dunkel zusammendenken und so weiter und so weiter. Jetzt kommt eben diese Fokussierung des Lichts. Ich springe mal rein in diesen Dialog. Ich glaube, der erklärt sich dann auch von selbst. Hast du denn nun auch, frage ich, schon bemerkt, wie der Schöpfer der Sinne, das Vermögen des Sehens und Gesehenwerdens viel edler geschaffen hat? Nein doch, antwortete er. Nun, so gib doch Acht, bedarf Gehör und Stimme irgendetwas anderen Dinges dazu, damit das eine hört, die andere gehört wird, so dass in Ermangelung jenes Dritten das eine nicht hören, die andere nicht gehört werden könnte? Nein, sagt er. Und ich glaube es bis jetzt, wenigstens fuhr ich fort, dass auch die meisten anderen Sinne, um nicht zu sagen keine, keines solchen Etwases bedürfen. Oder hast du etwas angegeben? Ich wenigstens nicht, antwortete er. Von diesem Sinne des Gesichtes und der sichtbaren Welt siehst du aber ein, dass es eines solchen bedarf. Wieso? Wenngleich in Augen sich ein Sehvermögen befindet und der Besitzer es zu gebrauchen sucht, wenngleich andererseits auch eine Farbe vorliegt, so weißt du, dass falls nicht ein eigens dafür geschaffenes drittes Etwas vorhanden ist, der Gesichtssinn nichts sieht und die Farben unsichtbar sind. Nun, was verstehst du denn unter diesem Etwas? Fragte er. Was du bekanntlich, sagte ich, Licht heißest. Ja, richtig, bemerkte er. Nach einem schlechten Vorbilde also ist der Gesichtssinn und das Vermögen des Gesehenwerdens durch ein edleres Band verbunden als bei den übrigen Verbindungen, wofern das Licht nichts Unedles ist. Nein, wahrlich, antwortete er, auf keinen Fall. Welchen der himmlischen Götter kannst du nun als Urheber davon angeben, dessen Licht nämlich ernstlich uns den Gesichtssinn klar sehend macht und zweitens auch die sichtbaren Gegenstände sehen lässt? Keinen anderen, erwiderte er, als den du sowohl für die übrige Welt dafür ansiehst, denn nach dem Sonnengotte fragst du offenbar. Ist nun das naturgemäße Verhältnis des Gesichtes zum Sonnengotte folgendes? Welches? Nicht ein Sonnengott ist der Gesichtssinn, weder er selbst noch das Ding, worin er sich befindet, was wir bekanntlich Auge nennen. Ja, freilich nicht. Aber am sonnenartigsten ist er doch wohl unter den Sinneswerkzeugen. Ja, allerdings. Und nicht wahr, das Vermögen, welches er besitzt, erhält doch er von dort her wie durch einen Kanal gespendet. Jawohl. Nicht wahr, auch der Sonnengott ist kein Gesichtssinn, wohl aber die Ursache davon, wie wir eben gesehen. Ja. Unter dieser Sonne also, fuhr ich fort, denke dir, verstehe ich die Kopie des Guten. Jetzt kommt's nämlich. Also wir haben die Verbindung zwischen Licht, Gott, dem Sonnengott, dem Auge und dem Guten, die von dem eigentlich wesenhaften Gut als ein ihm entsprechendes Ebenbild hervorgebracht worden ist, was das eigentliche Gute in der durch Vernunft erkennbaren Welt in Bezug auf Vernunft und auf die durch Vernunft erkennbaren Gegenstände ist, das ist diese seine Kopie in der sinnlich sichtbaren Welt in Bezug auf Gesicht und sichtbare Gegenstände. Also da haben wir in einem Satz, der ein bisschen lang ist, aber alles zusammen. Da kam nämlich am Ende auch noch die Vernunft. Das ist das Age of Enlightenment, ja. Was man da sieht, die Aufklärung. Also Vernunft, Licht, Auge. So, und jetzt geht's noch weiter, aber nicht uninteressant. Wenn man die Augen, entgegnete ich, nicht mehr auf die Gegenstände richtet, auf deren Oberflächen das helle Tageslicht scheint, sondern auf jene Dinge, worauf nur ein nächtliches Geflimmer fällt, so sind sie, weißt du, blöde und scheinen beinahe blind, als wäre ein helles Sehvermögen in ihnen nicht vorhanden. Da siehst du schon diese despektierliche Note, die sprach ich eben an. Wenn man sie aber darauf richtet, worauf die Sonne scheint, so sehen sie, meine ich, dann ganz deutlich und in diesen denselben Augen scheint dann wieder ein Sehvermögen sich zu befinden, freilich. Dasselbe Verhältnis, denke dir nun in Bezug auf die Seele. Wenn sie darauf ihren Blick richtet und heftet, was das ewig wahre und wesenhafte Sein bescheint, so vernimmt und erkennt sie es gründlich und scheint Vernunft zu haben. Richtet sie ihn aber auf das mit Finsternis gemischte Gebiet, auf das Reich des Werdens und Vergehens, so meint sie dann nur, ist blödsichtig, indem sie sich ewig im niederen Kreise der Meinungen auf und ab bewegt
und gleicht nun einem vernunftlosen Geschöpfe. Und so geht's dann weiter. Ja. Da haben wir aber wirklich die wichtigsten, sage ich mal, Scheidelinien drin, die sich von diesem Sokrates bis ja zu den Aufklärern ziehen, nicht mehr oder weniger. Also Thomas von Aquin wird dann hier noch genannt, natürlich die ganze Neuplatonik, Scholastik, das Christentum, das Durchformen dieses, was da drin hängt, ist natürlich die Körperfeindlichkeit, das hatten wir auch schon mehrfach. Weil man eben anfängt, das zu trennen und zu bewerten und nicht wie die Vorsokratik oder dieses indoarische Denken, das Vermögen verliert, das zusammenzudenken, Licht und Dunkelheit, sondern es trennt und dann auch noch bewertet. Ja klar, so wie ich das verstehe, gilt ja dort das Licht für die Verstandes, für das verstandesgemäße Erschließen der Welt als schlichtweg überlegen. Du kannst nach Platon und Sokrates nur wirklich sinnvoll über Dinge reden, wenn du sie vollkommen aus- und durchleuchtet hast. Das ist notwendig, alles andere ist Kinderkram. Und Vernunft ist immer Licht und Schönheit und das Gute. Und deshalb sind die Rechten ja vernünftig und gehen arbeiten und wollen Ordnung. Und der Polizist, der sie aufschreibt, der hat Recht, weil der Polizist die Ordnung hütet. Und Lemmy zeigt denen den Finger. Ja. Weil Lemmy ein Altältestrechter ist. Bravo. So ist es. Aber ich dachte hier gerade ans Auge und an das andere Licht, was wir jetzt noch nicht hatten, wie man das Licht in die Welt bringen kann. Das Älteste, was mir hier einfällt, sind diese ägyptischen Augen, die man kennt. Man kennt das Horusauge. Und dann gibt es das Auge des Re. Das Horusauge ist ein linkes Auge, was ihm übrigens ausgerissen wurde, laut Legende. Und das rechte Auge ist das Sonnenauge des Sonnengottes Re. Ich will jetzt nicht den ganzen Kaninchenbau von der Deutung von ganz ältest ägyptischer Religiosität da aufmachen, aber sozusagen eine Mehrdeutigkeit da, ja. Und was wir natürlich dann haben, sobald sich diese Auffassung von dem Licht des Guten mit dem Entstehen der katholischen Kirche im Konzil von Nikäa im 4. Jahrhundert richtig durchgesetzt hat, gab es sofort die andere Seite, die das andere Licht wollte. Das Licht der wirklichen Erleuchtung. Mhm. Und das ist dieses kältere Licht. Das Licht, das niemals wärmt. Das Licht des Lichtträgers, derjenige, der das Licht in die Welt bringt. Bei den alten Griechen gab es den schon ganz amoralisch harmlos, Phosphoros, den Lichtträger. Auf Latein dann Lucifer, der Lichtträger. Dann, das ist eben ein ganz anderes Licht, das nicht notwendig wärmt. Ist es denn, bringt es die gleiche Klarheit, dieses andere Licht? Denn da ist ja schon was dran, was der Platon da beschreibt. Wenn du in einem Garten bist, bei Sonnenlicht, kannst du die Dinge klar erkennen. Mhm. Aber wenn du bei Nacht dort bist, dann ist tatsächlich, sind die Katzen alle grau. Und dieses andere Licht, wie, was für einen Schein oder erzeugt es? Was für ein Licht wirft es? Na, erstmal wirft es das Licht des Zweifels, würde ich sagen. Es beginnt ja damit, dass du eben der offiziellen Kirchenlehre nicht traust, weil sie nicht hinreicht, weil sie in ihrer abstrakten Entwicklung erhebend und schlüssig ist, nur in der gelebten Kirche eben nicht. Das führt bis zu Luther, ne? Also die Unzufriedenheit mit der gelebten monotheistischen Kirche. Und dann siehst du plötzlich die Möglichkeit, noch etwas ganz anderes zu erkennen. Andere Dinge, die interessanterweise von diesem Licht der Vernunft wegzensiert wurden. Das ist erstmal, was das andere Licht bringt. Und dann ist es natürlich mit all diesen Verführungen der Selbstermächtigung verbunden. Ich brauche ja gar nicht die große Vernunft aus dem Licht der Meister, des Meisters von Nazareth oder wem auch immer. Ich kann mir ja mein Eigenlicht machen, meine eigenen Funken schlagen. Also diese Verbindung vom Licht bescheinen, glänzen, erkennen und dann dieser Sprung natürlich auch in den Wissenschaftsbetrieb, den hat es die Schule von Athen erwähnt, ja. Den Aristoteles dann ja macht, der ist der Grundleger unserer Wissenschaft, den würde dieses andere Licht nicht machen oder auf eine andere Weise machen? Also kann dieses luziferische Licht
sage ich mal, deduzieren, Logik, braucht es Logik? Kann es. Und kann es auch Welt so detailliert beschreiben, wie unser Wissenschaftsbetrieb das tut? Gerade. Also zur Zeit der Akademie, also zur vorchristlichen Zeit, wie gesagt, war das auch moralisch gar nicht abgetan oder so. Das war ein völlig lauterer Weg. Wenn du Licht in etwas Dunkles bringen willst, dann machst du das nicht mit der Erlösung des Golgatha-Moments, sondern du musst erstmal mit einer Laterne da reingehen und dir das angucken. Und dann bist du der Laternenträger, dann bist du der Phosphorus, dann bist du der Luzifer, der erstmal irgendwo Licht reinbringt. Und der Luzifer ist natürlich erstmal wertfrei. Aus einer heutigen Perspektive haben wir natürlich der Katholizismus, der aufgrund seiner alttestamentarischen Bezüge ein struktureller Satanismus ist. Gut, aber jetzt haben wir auch noch den richtigen Satanismus, der aus Selbstermächtigung und rücksichtslosen Gemeinheiten besteht, sage ich jetzt mal so. Und dann gibt es das Luziferianische, das sind Leute, die meinen, ja, aber ich kann dir den wirklichen Trick verraten, der ist jenseits von Gut und Böse, der hat auch keine Erleuchtung, deshalb ein Licht, das niemals wärmt, aber ich kann es dir besorgen, wenn du es brauchst. Ich weiß nicht, Timo, du hattest eben erwähnt, Novalis. Ja. Aber das passt jetzt wirklich so perfekt, dass ich kurz reinspringe. Bitte. Ich habe nämlich, weil ich beeindruckt war von deinem Heavy-Metal-Exkurs über Goethe, dem Klappern auf dem Fass in Leipzig, dass das als Heavy-Metal geht, habe ich etwas gemacht, was ich mir immer schon vorgenommen habe. Zu Hause steht natürlich die Hamburger Ausgabe Goethe, aber du guckst halt selten rein. Und jetzt habe ich mal den Faust genommen und auf Licht hin untersucht. Und jetzt gibt es dort ein Zitat und Goethe, wenn man noch in der Lebenszeit war, 19. Jahrhundert, hat Napoleon ja noch erlebt. Irgendwann mit Beethoven zusammen ist er gestorben, 1840 oder sowas. Ne? Früher, glaube ich, 20er oder 30er Jahre. Okay, also so, ja, sagen wir mal 18. und Beginn des 19. Da ist ja Goethes Lebenszeit und da fällt auch der Faust, ist klar, der Faust, der ist Mephistopheles. Ja, wer ist Mephistopheles? Ja, da würden wir jetzt sagen Luzifer. Der Goethe meint ja nicht diesen christlich verballhornten Teufel und Satan. Also das wirst du gleich sehen, sondern das ist ja ironisch und... Also in der Esoterik ist Mephistopheles eine von 7 Erscheinungsformen des Teufels. Aber für im Faust, denke ich, fasst er das zusammen. Der schillert ja, das ist ja das Spannende, unter anderem neben seinem Humor ist das Schillern des Mephisto ja so interessant. Und das heißt, er hat diese luziferischen Züge, wo er wirklich Erkenntnis liefert, also er liefert. Genau. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen, diese Art von Erkenntnis, ne? Diese ganzen Sprachbilder, die sich tradiert haben, Exkurs, die wahrscheinlich in der Zukunft vergehen werden oder nur noch eine Sache von wenigen, wenigen sind, die zu halten, die tauchen hier auf. Die sind Bilder, die du alle kennst, schon seit der Kindheit, die vermittelt wurden und weiter tradiert wurden. Es beginnt nämlich mit dem Pudelskern. Ja. Also das ist sehr herrlich. Also ich fange mal an. Also Mephistopheles tritt, indem der Nebel fällt, ist klar, weil da wird es nämlich duster und nebulös, also nicht lichtend, gekleidet wie ein fahrender Scholastikus hinter dem Ofen hervor. Diese Scholastikus sind diese Mönche mittelalterlichen, die Platon falten letztendlich oder den Neoplatonismus durchfalten. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Faust. Das also war des Pudels Kern. Ein fahrender Scholast. Der Kasus macht mich lachend. Mephistopheles, ich salutiere dem gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzend machen. Wie nennst du dich? Mephistopheles, die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der, weit entfernt von allem Schein, nur in der Wesentiefe trachtet. Faust, bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen. Wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn, Mephistopheles? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das ist doch Volltreffer, oder? Faust. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint, Mephistopheles? Ich bin der Geist, der stets verneint.
Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentlich Element. Faust, du nennst dich einen Teil und stehst doch ganz vor mir. Mephistopheles, bescheidene Wahrheit spreche ich dir, wenn sich der Mensch die kleine Narrenwelt gewöhnlich für ein Ganzes hält. Ich bin der Teil des Teils, der anfangs alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Rang, den Raum ihr streitig macht. Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt, verhaftet an den Körpern klebt. Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön, ein Körper hemmt's auf seinem Gange. So hoff ich, dauert's nicht lange, und mit den Körpern wird's zugrunde gehen. Alter Schwede, ja, da ist doch alles drin, was wir jetzt bereits referiert haben. Ja, und das Schöne ist ja seine Ambivalenz, weil er die ganze Zeit es schafft, also in seinem Erbe schafft es die ganze Zeit so bürgerlich, harmlos und bieder. Absolut, absolut. Teechen und Rüschen und... Und die ganzen Theaterleute, brav wie sie sind, geben sich große Mühe, die Theaterstücke irgendwie brav aufzuführen, als ob das so jemanden irgendwie kümmern würde. Ich weiß nicht, das zu erschließen, was in diesem kurzen Textchen, da ist ja die geballte, was ist denn das, eine Ontologie, die da entfaltet wurde? Das ist eine Ontologie, Oder eine Ontographie vielmehr, weil Logie, die Logik ist ja da auch schon wieder ganz anders aufgesetzt. Auch jetzt passt aber Novalis, das war zeitgenössisch. Oh, den Faust aus meinem Auge. Ja, Novalis, Hymnen an die Nacht. Noch wächst du, muntres Licht, den Müden zur Arbeit. Flößest fröhliches Leben mir ein, aber du lockst mich von der Erinnerung moosigem Denkmal nicht. Gern will ich die fleißigen Hände rühren, überall umschauen, wo du mich brauchst, rühmen deines Glanzes, volle Pracht, unverdrossen verfolgen deines künstlichen Werks, schönen Zusammenhang, gern betrachten deiner gewaltig leuchtenden, ursinnvollen Gang, ergründen der Kräfte Ebenmaß und die Regeln des Wunderspiels unzähliger Räume und ihrer Zeiten. Aber getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz und der schaffenden Liebe ihrer Tochter. Kannst du mir zeigen, ein ewig treues Herz? Hat deine Sonne freundliche Augen, die mich erkennen? Fassen deine Sterne meine verlangende Hand? Geben mir wieder den zärtlichen Druck und das kosende Wort? Hast du mit Farben und leichtem Umriss sie geziert? Oder war sie es, die deinem Schmuck höhere, liebere Bedeutung gab? Welche Wollust, welchen Genuss bietet dein Leben? Die Aufwögen des Todes Entzückung. Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht? Sie trägt dich mütterlich, und ihr verdankst du all deine Herrlichkeit. Du verflögst in dir selbst, in endlosen Raum zergingst du, wenn sie dich nicht hielte, dich nicht bände, dass du warm würdest und flammend die Welt zeugtest. Wahrlich, ich war, eh du warst. Die Mutter schickte mir meinen Geschwistern mich, zu bewohnen deine Welt, sie zu heiligen mit Liebe, dass sie ein ewig angeschautes Denkmal wäre, zu bepflanzen mit den unverwelklichen Blumen. Noch reiften sie nicht, diese göttlichen Gedanken, noch sind der Spuren unserer Offenbarung wenig. Einst zeigt deine Uhr das Ende der Zeit, wenn du wirst wie unser einer und vor Sehnsucht und Inbrunst auslöschest und stirbst. In mir fühle ich deiner Geschäftigkeit Ende, himmlische Freiheit, selige Rückkehr. In wilden Schmerzen erkenne ich deine Entfernung von unserer Heimat. Deinen Widerstand gegen den alten, herrlichen Himmel, deine Wut und dein Toben ist vergebens. Unverbrennlich steht das Kreuz, eine Siegesfahne unseres Geschlechts. Faszinierend. Heidegger hat eine Vorsokratik in seinem Seminarband, aus dem ich eben las, hat er eine Zeichnung gemacht. Das ist selten, macht er manchmal. Und da schreibt er in die Mitte, Göttin, und da schreibt er, Himmel, Licht, Dunkelheit, Erde. Das ist das, was Novalis eben sagte. Das ist bei der Vorsokratik schon da. Also, dass die Göttin, so wie sagte,
das Geschwister, ihn und sein Geschwister machte. Also er ist ja die Nacht und das Licht. Und die Göttin machte das. Also unglaublich. Naja, und also er, Novalis spielt hier auch mit schönen Bildern, dass du warm würdest und flammend die Welt zeugtest. Also ich sehe da Engel fallen an dieser Stelle. Es ist wirklich interessant, wenn man sich einlässt auf die Nacht, dann verliert man die Kontrolle. War bei Heavy Metal auch schon da an der Stelle. Das Licht verschafft einem ja Kontrolle, in gewisser Weise. Also du kannst die Dinge betrachten, beobachten, sortieren. Ordnung lässt sich auch nur durch Helle und durch Licht halten. Ordnung in allen Facetten. Also ich will jetzt die Metapher der Härte mit reinbringen. Und als ganz alte Rechte stehen wir natürlich auf Härte, wenn ich der Ansicht. Und Härte im Licht, hartes Licht, also wir können ja weiches und hartes Licht unterscheiden in der Fotografie. Und hartes Licht hat Schlagschatten. Das ist auf einer Seite sehr hell, auf der anderen Seite sehr dunkel. Da liegt die Kontrolle. Je tiefer du eingeweiht bist, desto härter sind die Schlagschatten. Was man übersetzt, der Schlagschatten, also das scheint mir schon sehr ambivalent zu sein, also polar. Ja. Das ist ganz hell und dann ist ein Körper in der Welt, der ist stofflich und hat gleichzeitig den ganz, das ist sein Gegenteil, nämlich den Schatten. Also zum Licht gehört der Schatten, also das Schwarz und Weiß, was sich aber nur in der Welt zeigen kann, weil es die Welt braucht. Ja. Also, dass es außerhalb Gottes. Das ist sehr interessant, nicht? Dass da im Schatten, im trivialen Schatten, über den wir ja null nachdenken im Alltag, dass sich da schon Polarität zeigt, ganz stark. Und ich habe ein Buch gesichtet, das wollte ich aber hier nicht referieren, weil ich dachte, das führt uns auf Abwege, aber nun hast du den Schatten. Das hieß der Lob. Das Lob des Schattens, ich habe es hier auf dem Rechner. Und da ist von Planetenkonstellationen ganz viel die Rede und Verschattung und Abschattung. Und da dachte ich, das ist natürlich auch kosmologisch bedeutsam. Auf mich hat es immer noch eine gewisse Magie, wenn ich ehrlich bin, wenn ich den Mondlauf betrachte, den Mond in all seinen Phasen und Stadien. Und das hat ja was mit Schatten zu tun, nicht? Also der Schatten ist schon was sehr Bedeutsames. Ich möchte nochmal auf hartes und weiches Licht kommen. Wenn die Leute sagen, du musst aber auch auf die Feinheiten achten. Das ist wahr, du musst auf die Feinheiten achten. Die Feinheiten siehst du wiederum noch besser in weichem Licht. Wenn du eben den Übergang zwischen Licht und Schatten verwischst. In weichem Licht kannst du auf alltägliche Feinheiten kommen, aber du wirst nichts Grundsätzliches erkennen. Und wenn das Licht zu weich wird, also wenn die Kontraste nachlassen, für jemanden, der heutzutage Photoshop oder so nutzt, da kann man da einfach am Regler regeln und mal die Kontraste ganz rausdrehen, dann ist nicht mehr viel da. Dann kannst du noch irgendeine feine Stimmung vielleicht erahnen, aber das ist es auch. Es gibt ja auch so einen rechten Diskurs über die blöden Romantiker. Ist mir schon ganz oft begegnet. Ja, da wird man regelrecht beschimpft. Ach, das ist doch romantisches Zeugs. Man als Rechter, du bist doch Romantiker. Da sieht man schon wieder, dass wir eigentlich völlig gespalten sind. Also, diese sogenannten Rechten. Es gibt diese Romantiker, die Novalis, Goethe, die Ambivalenz, Polarität, wie gesagt, das alles mitdenken können und da ihre Wurzelkraft ziehen. Und dann gibt es diese anderen Rechten, diese Rationalisten, diese Dogmatiker, diese Ordnungsfanatiker. Wie sollen das überhaupt zusammengehen? Wahrscheinlich gar nicht, nicht? Und wenn man jetzt mal eine vermeintlich sehr rechte Zeit nimmt, dann nehmen wir mal das Dritte Reich, das soll ja eine sehr, sehr rechte Zeit angeblich gewesen sein. Was haben wir denn da? Haben wir da die Spießer, die rationalistischen Spießer, oder haben wir da die Romantiker? Über weite Strecken, also in der Umsetzung sehe ich eigentlich eher rationalistische Spießer. Genau, ich auch. Also man hat bei irgendwelchen Paraden dann da Schauspieler als alte Germanen verkleidet und irgendwie Walle über die Linden gezogen oder wo auch immer, glaube ich eher München. Aber gelebt wurde ja ein sehr harter Rationalismus, war ja auch, das können wir an der Kritik auch ablesen, die sich ja häufig an dieser herzlosen, menschenverachtenden Bürokratie aufhängt. Heidegger, nicht? Also das ist ja schön in seinen 50er Jahren, die Bremer Vorträge, da entfaltet er das Gestell, das ist ja so die Zeit, und da parallelisiert er Auschwitz mit der Montanindustrie. Das ist der gleiche Geist dahinter. Also der gleiche Geist, der einen Krieg führt, der die Erde ausbeutet und der auch Juden liquidiert. Es gab natürlich auch, ich sag mal, esoterische Momente, vor allem in der SS.
gab es das ja durchaus. Das wird dann als Obskurantismus, Himmler sei ja so ein Obskurant gewesen, bla bla. Das ist dann wieder so dieses Despektierliche, mhm. nicht? Also das Dunkle, das Diffuse, das Romantische ist Quatsch, ist eben, wie Platon sagt, Blödheit. Das ist echt herrlich, wenn man diese Leute, kann man zurückziehen auf 2000 Jahre alten Text. Sie reden immer noch genau das, was dort steht. Auf dieser exoterischen Ebene ist das auch zutreffend. Also da ist einmal zutreffend, was du sagst, dass es derselbe oder der gleiche Text ist, wie wir ihn bei Platon haben. Die Kritik am Obskurantismus, für und wider. Und wenn wir jetzt aber in die esoterische Seite gehen, die esoterische Seite ist für mich noch nicht notwendig obskurantistisch. Ist nicht ganz das Gleiche. Das ist eine andere Form von Wissenschaft. Du hattest das eben eingeleitet. Für dich ist ja das luziferische Licht nichts Obskures, sondern daraus kann man ja eine Wissenschaft schöpfen, wie du eben sagtest. Es ist für mich eher der Unterschied zwischen Buttermesser und Skalpell, wobei das luziferische dann das Skalpell ist, was feiner schneidet, feiner trennt. Ja, das taugt doch alles gar nicht. Da sieht man wieder, wie dumm diese ganzen Begriffe sind. Dieses Trennen von, ich wollte nochmal drauf hinaus, gut und schlecht. Licht ist gut, dunkel ist böse, gut, schlecht, baba. Das führt eben auch zu diesen Bewertungs-, zu diesem Spießertum, wenn man das fortsetzt. Aber jetzt sind wir wieder, in Anführungszeichen, sehr links. Denn dieser Relativismus, der mit Nietzsche dann aufkommt, dieses Weiche, dieses Einfordern des Weichen, des Femininen, so wird ja auch von den französischen Strukturalisten Nietzsche gelesen. Nietzsche hat in vielerlei Hinsicht diesen Platonismus bekämpft, also deutlich eingeprügelt geradezu. Das ist ja heute en vogue. Darauf wollte ich anfangen, schon mal hinaus. Vielleicht können wir das jetzt ein bisschen entfalten. Okay. Dieses ganze Gender, Scheißdreck, LGBTQ, bla bla bla, egal ob jemand fett ist und hässlich, so nach dem Motto, ja, wir will denn das bewerten? Also ich bin fett, aber wer sagt denn, dass es hässlich ist? Also das ist doch eine Festlegung, bla bla. Dieses Maßzahl, Proportion, bla bla. Das ist alles ganz stark mit Vernunft, mit Licht, mit platonischem Denken verbunden. Sind denn diese Linken, die jetzt den fetten, hässlichen fordern, sich ausleben wollen? Ja, ist das jetzt Urrechts? Und müssen wir Urrechten nicht diese rechten Spießer bekämpfen? Naja, wie mir kürzlich unterlief, sehe ich ja schon lange keine Verschwörung mehr, sondern nur mehr Verhängnis. Und dann warf man mir vor, ob ich denn jetzt Verhängnistheoretiker geworden sei. Verhängnis, das ist doch ein sehr deutscher, ein melancholischer Verhängnistheoretiker, ja. Ja. Nochmal Nietzsche, jenseits von Gut und Böse, du hattest die Begriffe eben nämlich sehr geschickt gemischt. Also über gut und schlecht und dann kamst du zu gut und böse. Und so wie ich die Genealogie der Moral und jenseits von gut und böse verstehe, ist das ja immer rückwirkend, reflexiv. Also in Nietzsches Gedankenexperimenten, ich tue irgendetwas und nachher merke ich, also wenn ich überhaupt darüber nachdenke, stelle ich nachher fest, war das jetzt gut für mich oder war das schlecht für mich? Und daraus erwächst meine Moral aus der Erfahrung, aus der Empirie. Das war gut, das war schlecht. Für mich selbst. Für mich, natürlich. Da ist er dann natürlich der totale Egomane. Dann tue ich das, das für mich gut ist und dessen bin ich mir gewiss. Und das ist dann nach Nietzsche das gute Gewissen. Die Dinge, deren Güte ich mir gewiss bin. Daraus entsteht das für ihn. Und das ist natürlich das, was die fette Kampflesbe zur Sexgöttin erhebt. Weil wenn der Trick funktioniert, allen einzureden, ihr müsst mich jetzt sexy finden und die da auch mitmachen, dann ist das gewiss gut für die fette Kampflesbe. Auf jeden Fall. Genau. In Nietzscheanischem Sinne. Also das schießt mir jetzt gerade durch den Kopf. Das ist interessant. Das alles kann nur deshalb wirken, weil diese Linken noch die dummen rechten Strukturen verwenden, nämlich Erziehung. Also wenn Nietzsche sagt, ich selbst bin mein Maß, ich gebe mir das Recht zum Handeln, bam. Ja. Aber wir reden ja hier von Erziehung. Jetzt kommen auf einmal diese Leute und sagen, nicht ich, sondern ihr alle habt so zu denken wie ich. Ich bin schön, das müsst ihr jetzt aber sehen. Ihr müsst das begreifen, dass ich schön bin. Das ist eine ganz andere Nummer.
Ja, na, das ist eine Instrumentalisierung, klar. Aber diese Instrumentalisierung erfolgt aus einem nietzscheanischen Relativismus heraus. Ja, aber sie nutzen die rechten Strukturen, nämlich Bildung. Ja, sie gehen klar in die Schulen und erziehen uns alle um, damit wir jetzt nicht dem platonischen Ideal folgen, sondern ihrem, wie Platon sagen würde, ihrer Verblödung folgen. Ja, na gewiss doch. Aber das ist Wille zur Macht. Und Linke können nichts schaffen und erzeugen, also müssen sie logischerweise das unsere Strukturen verwenden. Nur sie greifen das Schwert und wir greifen es nicht. So einfach genau, ist genau, es. Genau. Das heißt, das Problem, weshalb es hier zu keiner Wende kommt, ist, dass es noch zu viele Spießerrechte gibt, die diese Strukturen auch noch tragen und verteidigen wollen. Ja, das Verhängnis muss fortschreiten. Ja, das ist das eigentliche Problem. Festhalten an etwas, was nicht mehr uns gehört, was übernommen wurde und das jetzt gegen uns gewendet wird. Sowas wie Staat, Staatlichkeit, Erziehung, Wohl für alle, Solidarität, diese ganzen Begriffe. Ja, und die Zwangsmaßnahmen. Genau, die damit daraus resultierenden Zwangsmaßnahmen, ja wunderbar. Er lobt des Schattens Entwurf einer japanischen Ästhetik. Und der hängt sich hauptsächlich daran auf, wenn du so Japonika kaufst, also japanische Ausstattung, du setzt dir dein Bonsai ins Zimmer oder was du noch so treibst, hast einen Teetisch und so weiter. Und dass diese ganzen kleinen Lackschächtelchen und so, die sind ja eigentlich immer sehr grell bunt. Mhm. Vieles von diesem asiatischen Zeug ist grell bunt. Der meinte, ja, das liegt aber, und damit sei es irgendwie unästhetisch und kitschig. Das sei schwer zu verstehen. Das liegt allein am Kunstlicht. Das Kunstlicht lässt das alles so grell erscheinen. Wenn du dir ein richtiges japanisches Haus, eine japanische Wohnung anschaust, dann ist die ziemlich dämmerig. Und dann funkelt das nur so im Hintergrund wie Diamanten oder Sterne in der Nacht. Dann ist das nicht so augenfällig und grell, wie es eigentlich gedacht ist. Und dann will er halt eine ganze japanische Ästhetik entwickeln. Das ist auch alles ganz super. Ich habe hier mal was markiert, wo er nicht ganz so aufs Licht abhebt, aber wo er sozusagen einen anderen Blick entwickelt. Und wir Rechten, wir haben es ja gerne mit dem Shogunat und mit den, wie heißen sie, nicht die Ronin, sondern die anderen, die sind ja die Ronin, die Samurai und so weiter, ne? Dieser japanische Traditionalismus. Und er macht sich hier Gedanken darum, was wäre denn, wenn dieser ganze wissenschaftlich-technische Fortschritt nicht aus dem Westen gekommen wäre? Wie sähe er denn dann aus? Spannend. Wer weiß, vielleicht hätte man sogar die Prinzipien der Physik und der Chemie selbst aus einem anderen Blickwinkel als demjenigen der Abendländer betrachtet. Und Phänomene wie die Lichtstrahlung, die Elektrizität, die Atome hätten sich in Bezug auf Wesen und Eigenschaften in anderer Gestalt präsentiert als diejenigen, die man uns heute beibringt. Mir fehlen allerdings theoretische Kenntnisse, so lasse ich hier nur einfach meiner Fantasie die Zügel schießen. Doch wenn nur schon die Erfindung auf praktischer Ebene eine originale Richtung verfolgt hätte, so kann man sich leicht ausmalen, dass sie dann einen breiten Einfluss auf die Art, wie wir wohnen, uns zu kleiden und ernähren, im Weiteren auch auf die Formen unserer Politik, Religion, Kunst und Industrie hätten ausüben müssen und dass der Osten als Osten wohl eine ihm eigene Welt geschaffen hätte. Um ein naheliegendes Beispiel zu nehmen, ich habe früher einmal in der Zeitschrift Bungai Shunju einen Vergleich zwischen dem Füllfederhalter und dem Pinsel gezogen. Wenn zufällig ein Japaner oder Chinese aus früherer Zeit sich den Füllfederhalter ausgedacht hätte, dann hätte er vermutlich die Spitze nicht mit einer Metallfeder, sondern mit Pinselhaaren versehen. Für die Tinte hätte er nicht jenes Blau, sondern eine Reibtusche nahekommende Farbe gewählt und er hätte die Tinte aus dem Halter in die Pinselhaare aussickern lassen. Aus einer schattigeren Atmosphäre betrachtet, das Lob des Schattens, nicht ja, das grelle Ausleuchten. Also sozusagen, du liegst eben nicht auf dem Operationstisch und bist perfekt ausgeleuchtet. Ja, das ist interessant, wirklich spannend, schön, danke. Dein hartes Licht, da fällt mir ein, Fahrstuhlfahrten bei LED-Beleuchtung, Weißlicht, das ist hart und fürchterlich, wenn du dich dann in diesem Fahrstuhlspiegel betrachtest. Mhm. Da siehst du gleich 100 Jahre älter aus. Und das geht jedem so. Da kannst du junge Menschen fragen, alten Menschen fragen. Alle finden sich hässlich in diesem kalten, das ist das Skalpell.
Es zeigt alles. Ja. Und das willst du gar nicht sehen. Dann lieber schwummrig. Interessant auch, wenn wir immer so über das Mittelalter reden, was ja völliger Nonsens ist irgendwie. Es wird vor dem Lichte irgendwie, vor diese Sprachbilder auch schon wieder faszinierend. Vor dem Lichte Platons jetzt aber deutlich, dass wir natürlich das Mittelalter als finster, als duster beschreiben. Ja. Und dann, ohne es auszusprechen, mitdenken, schlecht, brutal. Also alles, was finster ist, ist dann brutal, schlecht und moralisch und was und was und was. Also da haben diese Linken, ich komme wieder darauf, vielleicht sind es ja auch Urrechte, so wie wir, bloß eine Abspaltung von uns Urrechten, haben ja eigentlich gar nicht Unrecht mit ihrer Kritik an den Denkstrukturen, am Strukturalismus aus der Sprachkritik natürlich. Auch Heidegger wurde bereits in rechten Kreisen kritisiert, weil er sei ja der geistige Wegbereiter des Strukturalismus. Ja, ist er. Ja. Weil er auch die Sprachgewalt und die Denkgewalt, also die dann dahinter steht, kritisiert, nicht? Interessant, weil das schwingt alles immer mit. Also wenn wir finster sagen, ist das schlecht. So, irgendwie. Also da haben diese LGBTQ-Verschwörungstheoretiker nicht ganz Unrecht. Na gut, aber darauf sind wir schon öfter gekommen. Das liegt einfach daran, wenn du Dekonstruktivismus betreibst, dann bist du ganz bei Mephisto und stellst fest, dass alles, was entsteht, wert ist, dass es zugrunde geht. Und mit diesem Modus operandi kannst du absolut alles zersägen. Und da sägst du halt immer an dem, wo es dem anderen besonders wehtut. Da ist nicht viel Originalität. Die Urrechten, die Ältestrechten, so wie wir, die Anarchen, was wollen die denn? Wollen wir Struktur stellen oder was wollen wir? Denn diese Spießerrechten, die wollen ja immer was behüten, was aufbauen, was bewahren. Was wollen denn die Ältestrechten, Anarchen? Das geht den Pöbel gar nichts an. Aber unsere Hörer, die sollen das mal jetzt hören. Es ist ja immerhin Wintersonnenwende. Ja. Na ganz einfach, das Leben selbst soll noch gesteigert werden. Ah, ist auch irgendein Nietzsche-Zitat. Ich weiß, na klar, Nietzsche, gesteigert. Das wollen wir. Natürlich, also wenn wir Licht und Finsternis zusammendenken können, dann können wir auch akzeptieren, dass alles, was wert ist, zu bestehen, zugrunde geht. Und dann können wir auch mithelfen, dass es zugrunde geht. Ja. Ich habe einen Finnen, und der kommt dann auf diesen Begriff auch Okularzentrismus. Ja, okay. Dann kann ich Folge auch Okularzentrismus nennen. Also Licht ist schön. Also Okularzentrismus ist schon, naja. Okay, also ein Finne, ich mache mal ein paar Zitate, aber vieles haben wir schon erschlossen, wie immer. Sie alle wollen uns verdeutlichen, dass Wissen ein klares Sehvermögen und Licht eine Metapher für Wahrheit ist. Das haben wir bei Platon bereits jetzt gehört im Politeia im 6. Buch. Thomas von Aquin, das ist nun einer dieser Scholastiker, den Goethe da faustens in den Mund legt. Thomas von Aquin soll ja die vorherige Inkarnation von Rudolf Steiner gewesen sein. Aha, und er hatte aber lange Pause gemacht, nicht? Wann ist Aquin gestorben? Irgendwie 1400 oder was? Höchstens, ja, 1200, aber hat auch nichts dazu gelernt. Okay, Thomas von Aquin wendet den Begriff des Sehens sogar auf andere Bereiche der Sinneswahrnehmung sowie auf geistige Erkenntnis überhaupt an. So, in der Renaissance wurden die fünf Sinne als ein hierarchisches System aufgefasst, mit dem Sehsinn als oberster, dem Tastsinn an unterster Stelle. Ist klar, die Renaissance ist die Wiedergeburt und tatsächlich auch des Platonismus, aber nicht nur, es ist auch ambivalent, die Renaissance. Darin entsprach der Sehsinn dem Feuer, dem Licht, der Hörsinn der Luft, der Geruchssinn dem Dampf, der Geschmackssinn dem Wasser, der Tastsinn der Erde. Mit der Erfindung der Perspektive wurde das Auge zum Mittelpunkt aller Wahrnehmungswelten und nahm damit auch in der Vorstellung des Selbst eine zentrale Rolle ein. Zweifellos hat unsere von Technologie geprägte Gegenwartskultur die Sinne noch stärker untergliedert und voneinander getrennt. Diese Kritik sehe ich absolut. Ich möchte nochmal, habe ich glaube ich schon oft gemacht, aber die Sozialpathologien in Berlin, die sind mittlerweile so offenkundig. Du siehst nur noch gestörte Menschen. Denn die Bilder, die Bildseligkeit, darauf kommt der Autor hier auch nochmal ganz am Ende, die ist ja mittlerweile sogar von der Welt entkoppelt. Du brauchst ja keine zentralperspektivische Zurichtung mehr, weil du guckst
gar nicht mehr in die Welt. Diese Soziopathen in Berlin betrachten die Welt gar nicht mehr. Sie betrachten nur noch ihr Handy. Das ist also noch eine Radikalisierung. Also noch eine weitere Fokussierung. Jetzt kommt eben dieser Begriff, er zieht den von jemand anders her, nämlich die westliche Kultur seit der griechischen Antike vom Paradigma des Okularzentrismus beherrscht, welcher die Interpretation von Erkenntnis, Wahrheit, Wirklichkeit auf visuelle Wahrnehmung stützt und ausrichtet. Wir hatten das in Politeia. Ich zitiere da mal, der Machtwille im Sehen ist sehr ausgeprägt. Es gibt im Sehen einen starken Hang dazu, etwas zu ergreifen und festhalten zu wollen, den Wunsch, etwas zu vergegenständlichen und ihn in der Gesamtheit zu überblicken. Dadurch gelangt es in Übereinstimmung mit der instrumentellen Rationalität unserer Kultur und dem technologischen Charakter der Gesellschaft, eine okularzentristische Metaphysik der Anwesenheit zu etablieren. Die Herrschaft des Auges, schreibt er, und die Unterdrückung anderer Sinne tendiert dazu, uns von unserer Umwelt zu isolieren und zu distanzieren, ja, und noch mehr mit dem Handy. Und dann macht er hier so einen Ritt durch die Kulturgeschichte, sagt Descartes zum Beispiel, betrachtete den Sehsinn als universell und vornehmsten, ganz platonisch. Er gründete seine objektivierte Philosophie auf die Bevorzugung visueller Sinne. Nietzsche versuchte, die Vormachtstellung des okularen Sehens zu untergraben, da waren wir eben schon, auch wenn er sich damit in Widerspruch zu teils seiner eigenen Philosophie begab. Seine Kritik richtete sich gegen die zahlreichen Philosophen, die annahmen, dass das Auge sich außerhalb von Zeit und Geschichte befände. Max Scheler schreibt den offenen Leibhass, der eben diese Schnittstelle zum Okularzentrismus hat, dann springt er rüber zu Sartre. Der nahm seine Kritik am Sehsinn sehr ernst. Er hat wohl 7000, schreibt er hier, 7000 Bezugnahmen auf den Okularzentrismus. In seiner, also das ist alles luziferisch dann demnach, nicht? Mhm. Aus seiner Sicht hatte der Okularzentrismus zur Folge, dass im menschlichen Bewusstsein Raum und, dass das menschliche Bewusstsein sich den Raum und Zeit einverleibt und kontrolliert. Diese Umkehrung der relativen Bedeutung von Raum und Zeit hatte beträchtliche Konsequenzen. Merleau-Ponty kommt hier, das ist ein Phänomenologe, der spricht von einem skopischen Regime und einem kartesianischen Perspektiv. Tivalismus. So, und dann kommt eben der Leib dazu, da waren wir auch schon, denn Platon ist das blöd, aber bei der Vorsokratik, ich möchte nochmal erinnern, da war das anders, da hat man das noch zusammen denken können. Jetzt kommt er zum Strukturalismus, zu Heidegger, Foucault, Derrida, und die haben die Auffassung vertreten, dass das Denken die Kultur der Moderne nicht nur die historische Privilegierung des Sehens fortgeführt, sondern seine negative Tendenz verstärkt hat. Unabhängig voneinander betrachtet jeder von ihnen die Sehdominanz der Moderne als verschieden von früherer Zeit. Dieser Hegemonieanspruch der visuellen Wahrnehmung wurde in unserer Zeit nochmal, und jetzt kommt's, durch eine Vielzahl technologischer Erfindungen und die endlose Vervielfachung und Herstellung von Bildern untermauert. Das ist mein, diese Soziopathen hier in Berlin, das meinte ich eben, die nur noch in ihr Handy glotzen. So, und er thematisiert am Ende nochmal, dass Raum und Zeit dadurch natürlich miteinander verschmelzen und diese Leiblichkeit verloren geht. Und die Welt des Auges zwingt uns auch dazu, zunehmend in einer immerwährenden Gegenwart zu leben, die von Geschwindigkeit und Gleichzeitigkeit niedergedrückt nur noch Fläche ist. Und da möchte ich nochmal an dieses Handy erinnern, das ist auch Fläche. Visuelle Bilder sind zu reinen Konsumgegenständen geworden, heißt es hier. Bilder, die uns aus den unterschiedlichsten Regionen gleichzeitig bestürmen, lassen die Räume der Welt kollabieren und zur bloßen Bilderserie auf dem Fernsehbildschirm bzw. Handy, würde ich ergänzen, werden. Das Bild von Orten und Räumen ist der Produktion und dem flüchtigen Gebrauch nun ebenso zugänglich wie jede andere Ware. Da sind wir natürlich beim Spektakel und beim Marx. Also da siehst du, dass wir Urrechten, wir brauchen diese Linken gar nicht. Naja, dass die Räumlichkeit verschwindet zugunsten des Bildes, so ungefähr endete das, ja. Das erinnert mich natürlich an Leuchtfeuer, Folge 14, Meme. Da hatten wir schon mal den Marshall McLuhan. Also deshalb fragte ich, wann der das geschrieben hat. Er hat zur Zeit der Handheld Devices geschrieben. Also eher in diesem Jahrtausend als im letzten, trendmäßig, nehme ich mal an. Und Marshall McLuhan hebt ja mit der Zentralperspektive an, wo er
schon in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts bemerkte, dass die Zentralperspektive in der Renaissance den Beobachter eben definitiv aus der Szene heraushob, also entkörperte. Und von dort, aus dieser entkörperlichen Sicht, kann ich euch alle genau verfolgen. Das ist das eine Auge und ich weiß, was los ist. Ihr seid nur Ameisen auf meinem Labortisch. So ungefähr. Und dass dann eben nach McLuhan mit einem neuen Medium sich der Blick auf die Welt ändert. McLuhan damals das globale Dorf forderte. Wir haben das globale Banlieue bekommen. Und da ist natürlich dein Norweger, war das? Ja? Finne. Finne, Verzeihung. Diese Formulierung, dass wir halt Bilder mit uns rumtragen, die flach sind, in denen wir auch drin sind, in die wir uns hineinträumen und in die wir verschwinden, aber die Konstruktion drüber, die lichte Helligkeit der Sokratiker und folgender, die ist nicht mehr da. Die ist vielleicht durch zu viel Licht aus zu vielen Winkeln weg. Habe ich dich richtig verstanden, dass das luziferisch sein könnte? Ich glaube, dass es eine Folge von missverstandenem Platonismus ist. Oder pervertiertem. Also es ist Teufelszeug, das ist schon mal ganz klar. Ob es jetzt Luzifer ist oder eher satanisch in seiner Ausformulierung, da müsste man mal richtige Okkultisten an den Start bringen.